Hallo uns, das war heute ein Wechselbad der Gefühle. Erst eine ganz schnelle Führung, die dann auch ganz schnell wieder weg war und in der Schlussphase durch einen Elfmeter 2-1 geführt und dann ganz kurz vor Schluss noch den Ausgleich kassiert. Haben Sie 2 Punkte verloren? Definitiv. Also ich glaube, von der Spielanlage her waren wir deutlich reifer. Wir wissen um das Spiel von Pansdorf. Das ist auch völlig in Ordnung, will ich nicht bewerten. Aber wir müssen halt aufgrund der Chancen plus und der Qualität, die wir auf dem Platz hatten, hier zwingend 3 Punkte mitnehmen. Zumal wir kurz vor Ende 3-1 in Führung sind. Jetzt war Ich habe Preußen-Rheinfeld tatsächlich erst einmal die Saison gesehen. Das war, als Team 08 in Rheinfeld 0-1 verloren hat. Ich muss sagen, die Mannschaft ist gegenüber dem Spiel kaum wiederzuerkennen, ist sehr viel stärker geworden. Oder täuscht mein Eindruck? nein, wir sind schon um einiges gereift. Also gerade die jungen Spieler haben Erfahrung gesammelt in der Oberliga, die denen sicherlich weiterhelfen wird. Wir haben wichtige Spieler dazu bekommen, die verletzt waren und haben natürlich jetzt auch durch die letzten Spiele ein Stück weit Selbstvertrauen bekommen. Und ich glaube, dass wir einen ganzen Schritt nach vorne gemacht haben und das sieht man auch in den Spielen jetzt. Wäre ein realistisches Ziel die Runde der ersten vier? Also realistisch ist für mich, von Spiel zu schauen, da möglichst viele Punkte zu sammeln. Und wenn das dann reicht, es ist alles eng. Pansdorf steht ja im Moment noch, wir haben ein paar Spiele weniger. Klar können wir rechnen, wollen wir nicht. Wir wollen uns jetzt aufs nächste Spiel konzentrieren und dann gucken wir, was am Ende dabei rumkommt. Vielen Dank. Ja. Ich denke, da wird eine Menge rum. Carsten Henk, das war heute ein Spiel voller Leben, so wie man es von Pansdorf eben halt auch kennt. Ein hart erkämpftes, schwer verdientes 2:2. Ja, am Ende schwer erkämpftes, aber auch verdientes. Erste Halbzeit, muss ich sagen, war noch sehr, sehr zurückhaltend. Beide Mannschaften haben sich neutralisiert. Rheinfeld wirkt ein Tick frischer, ein Tick williger. Ja, war nachher in der zweiten Halbzeit schwierig nach dem 1-2. War einfach so zu spüren, die Truppe, die den ersten Fehler macht, die verliert möglicherweise. Den Fehler haben wir gemacht, in Person von Alex Sommer, der diesen unnötigen Elfmeter verursacht hat. Nach der roten Karte, okay, gut wiedergekommen, muss man sagen. Ne? Gleich die erste Aktion danach hat gesessen und dann die letzten 10 Minuten, muss ich sagen, war wieder richtig geil. Das war hier Pansdorf-Style. Zuschauer kamen mit, es ging hier hoch und runter. Und mit ein bisschen Glück kannst du es wirklich noch drehen. Wollen aber jetzt nicht zu viel erwarten. Muss sagen, Rheinfeld hat den Punkt auch verdient. Müssen wir mitleben, können wir auch mitleben. Alles gut. Ihr habt ohnehin schon leichte Probleme gehabt mit Verletzungen und ähnlichem. Heute kommt eine rote Karte dazu. Verletzung von Finn Luca Anders. Ist die schwer? Sieht nach einer Knöchelgeschichte aus, vielleicht eine Kapselverletzung. Ich denke, das wird nicht lange dauern. Ob er es nächste Woche spielen kann, im letzten Spiel, weiß ich nicht, aber auch das werden wir noch kompensieren. Ja. Vielen Dank.